Hallo liebe Leute, und nun heißt es Abschied nehmen von Catalogs Island in Mega Man Legends, nachdem wir jetzt uns von jedem soweit verabschiedet haben, wollen wir endlich mal wieder einen Abflug machen. Nun, es ist Zeit loszufliegen, oder? Wahrscheinlich müssen wir mit dir reden, Ruro, oder? Kann man mit Data reden? Moment. Es ist Zeit zu gehen. Oh, bevor wir gehen, möchtest du ein Geheimnis hören? Ja. Wusstest du, dass wenn du ein neues startest, ein Spiel startest, ohne Energie zu verlieren, also ohne einmal das Spiel auszumachen, dann kannst du das Spiel auf einen anderen Schwierigkeitsgrad versuchen? Hier ist ein weiterer Hinweis. Je schneller du spielst, desto schwerer wird es. Okay. Nee, je schneller du spielst, oder desto schwerer es wird. So einfacher wird es. Okay. Ich frage mich, was das bedeutet. Vielleicht kannst du es herausfinden. In diesem Let's Play auf jeden Fall nicht mehr. Nun, dann ist es Zeit, lebe wohl zu sagen. Ich glaube, es ist dann soweit, oder? Ja. Jetzt wird... Thank you so much for your help. Take care of yourselves. Bye, take care, goodbye. See you later, Amelia. Jetzt wird liebe wohl gesagt. Sie winkt wenigstens noch die Bürgermeisterin. Goodbye. Tschüss. Still didn't find out anything about your mom and dad. Or the motherlode. Well, it can't be helped. It's not like we meant to come here in the first place, right? But everything worked out in the end, right? Yeah. Hey, Mega Man, did something happen while you were underground? Huh? Yeah, well, not really. Don't worry about it. Well, I don't know, but... Don't ever forget that I'll always believe in you, okay? Roll! Mega Man! Roll! Look outside! The island! Mega Man! Okay! What is it? Whoa! Roll! Left! Left! Huh? Okay! Hey! Isn't that... The Earth came to see us all! Those of you at home are watching. Our brave heroes are taking off, heading for new adventures. As you can see, the people of Catalogs have come out to send them off and wish them well. Hey, everybody! They were all really nice people. Maybe we'll come back here and see them again. Yeah. Okay. Setting new course. Here we go. Tja, somit war's das mit Catalogs Island. Und wer weiß, wo das nächste Ziel liegt. Ja, somit war es das mit Mega Man Legends. Jetzt müssen eigentlich die Credits kommen, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, doch, die kommen. Okay, ja, das war's wirklich mit Mega Man Legends. Jetzt sehen wir hier sogar die ganzen Sprecher, der ganzen Figuren. Make sure everything's in working order. I swear this treasure will be ours or my name's not Bond. Let's do it!
Alles klar. Jetzt hören wir sozusagen nochmal die ganzen gesprochene Dinger oder so. Ja, wie dem auch sei, ist jetzt, glaube ich... Ja, das ist unwichtig. Na gut, Leute, es wird Zeit für das Abschlussfazit dieses Spiels. Das war das Geilste. Ah, Mega Man Legends. Ich finde wirklich dieses Spiel richtig klasse. Wo ich das Spiel damals das erste Mal durchgespielt habe, ich fand das so genial. Es hat mich so gefesselt von der ersten Minute an irgendwie. Das Spiel hat mich echt nicht losgelassen, wo ich es wirklich damals gespielt habe. Deswegen habe ich es auch damals immer alle Schwierigkeitsgrade gemacht. Das war wirklich schon heftig. Aber es ist wirklich, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Also diejenigen unter euch, die das Spiel auch mal spielen sollten, es lohnt sich. Es macht wirklich Spaß, es gibt so viel zu entdecken in diesem Spiel, auch wenn es nur eine Insel ist. Aber es gibt ja auch noch einen zweiten Teil, den ich definitiv auch noch machen werde. Und für diejenigen unter euch, die wirklich meinen, sie haben jetzt nach meinem Let's Play wirklich den Mut gefasst und können das jetzt so auch durchspielen auf Japanisch, die können sich auch die Rockman Dash Teile für PSP zulegen, die es nur in Japan gibt. Wäre natürlich in dem Fall echt mal amüsant. Ich meine, schwer ist es ja eigentlich nicht, hier durchzukommen und so. An sich ist es wirklich nur manchmal ein bisschen schon heftig, so auf die Idee zu kommen, dass man dann doch das machen müsste und so. Ich meine, das Heftigste war ja sowieso allgemein, da jetzt manche Stellen da zu finden. Aber wir haben es trotzdem immerhin geschafft. Und das war wirklich cool. Ja, die Grafik dieses Spiels, muss man schon sagen, also ist ja mehr Anime-mäßig gehalten. Also die Grafik ist und so ist ja wirklich schon etwas, ja, gewöhnungsbedürftig, so für PS1-Verhältnisse. Ich meine, sie ist schon in Ordnung, es ist halt nur ein comichafter Look, also Cell-Shading. Aber trotzdem, mir gefällt dieser Grafikstil auch. Ich finde ihn in Ordnung, finde ich. Auch wenn man theoretisch Besseres rausholen hätte können, aber... Ich meine, bei manchen Spielen ist das nicht so wichtig, finde ich. Ja, Soundtrack auch sehr genial. Also der Soundtrack dieses Spiels ist einfach nur Hammer. Da gibt es auch wunderbare Melodien, die einen wirklich im Ohr hängen bleiben. Und die man wirklich immer wieder gerne hören kann und so. Auch nach diesem Spiel, auch nach diesem Let's Play. Ah, wirklich. Das Heftigste bei diesem Let's Play ist wirklich die Untertitelübersetzung. Da habe ich wirklich mitunter die meiste Zeit mit. Naja. So viel ist es ja nicht mehr, was ich übersetzen muss an sich. Ah, jetzt, wo ich das hier aufnehme, bin ich gerade mit dem Hochladen von Part... 18? Nee, weiß ich gerade nicht mehr. Weil ich mit dem Hochladen jetzt da bin. Aber naja, auf jeden Fall, ich hab's geschafft. Es ist zwar ein gewöhnungsbedürftiges Mega Man-Spiel in der dritten Dimension, weshalb viele auch das Spiel kritisieren, weil sie halt mit der Steuerung nicht klarkommen, aber ich find's gar nicht so schlimm. Ich find's nicht so schlimm, Leute. Für diejenigen unter euch, die wirklich jetzt mit dieser Steuerung auch klarkommen, denen sei dieses Spiel wirklich ans Herz gelegt. Ja, und sonst brauche ich zu diesem Spiel nichts mehr zu sagen. Ich finde es, wie gesagt, klasse. Ich habe es gemocht. Ich fand auch wirklich jetzt das Spiel als Let's Play nochmal zu machen. Für euch sehr genial. Und dann auch noch auf den Schwierigkeitsgrad schwer. War ja im Prinzip nicht so schwer eigentlich. Naja, abgesehen von dem Gesellschaftskampf. Hier wird sogar Breath of Fire 3 Special Rescue Team verewigt. Warum das? Haben die da mitgewirkt? Okay, interessant. Ja... Das war's soweit von Mega Man Legends. Wie gesagt, Teil 2 kommt definitiv auch noch. Der wird allerdings blind sein, muss ich sagen. Den habe ich leider bisher nie wirklich durchgespielt. Ich bin da beim ersten Dungeon mal hängen geblieben und habe es irgendwie nicht geschafft, den mal zu schaffen, weshalb ich das Spiel dann irgendwann mal zur Seite gelegt habe und irgendwie keinen Bock mehr hatte. Was in dem Fall schade ist, weshalb wirklich der zweite Teil dann überwiegend blind wird. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und wir sehen noch eine kleine Endsequenz. Well, there they go.
Not a care in the world. Hey, Tron! Can't this thing go any faster? No, it can't. I had to gather up all the spare parts from everything he blew up to build this. That's right! That's right! We'll just have to rough it until we get to the next island. If we sell what we found, we'll get back what we lost and then some. We'll live like kings! Natürlich, die haben den Refraktor mitgenommen. Who would have thought there was such a huge refractor down there? And all we had to do was just wander in and pick it up. I told you we'd have the last laugh. That's assuming we make it to the next island without sinking. Oh well, at least he's in a good mood. Und natürlich, Bond wird hinten mitgeschleift. Was ich hier auch noch einmal anmerken muss, die Stimme von Bonbon ist dieselbe Sprecherin wie die von Pikachu, für diejenigen, die das noch nicht wussten. Ist im Prinzip auch mal interessant zu merken. Wurde aber dann lediglich bei Misadventures of Tronbon ersetzt, was eigentlich schade ist. Ja, somit war's das. Ihr habt gerade gesehen, To Be Continued, die Geschichte wird in den zweiten Teil fortgesetzt. Aber es wird was anderes noch mit untergemischt. Bis der zweite Teil kommt, wird's noch ein bisschen dauern. Aber ich hoffe, ihr freut euch dann genauso drauf, wie ich mich darauf freue. Auf den zweiten Teil, hier sehen wir sogar die Gesamtspielzeit. Vielen Dank fürs Spiel, das übliche halt. Ja gut, dann war's das jetzt wirklich mit Mega Man Legends. Und ich sage dann bis zum anderen Let's Play. Wir sehen uns irgendwo auf jeden Fall wieder, beziehungsweise hören uns. Ja, wir werden es dann wirklich erfahren, wo wir uns dann wieder hören. Deswegen verabschiede ich mich hier und sage bis zum nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen, DJ Chaos Strikes Back. あなたの